Befreiung. Das große Schaufenster rechts in der linken Raumhälfte. Am 28. Juli 1944 wurde Brest durch die Truppen der Roten Armee befreit. Nachdem auch weitere Länder Westeuropas und Asiens befreit wurden, kehrten die ehemaligen Gefangenen in ihre Heimat zurück. Jedoch kamen einige erst nach Monaten oder Jahren nach Hause. In den Schaukästen rechts befinden sich die Dokumente von ehemaligen Kriegsgefangenen Rodion Semenyuk, Alexander Machnatsch, Timofei Ulanov, Boris Naumetz und Ivan Dolotow. Mit Freude der Befreiung ist der Brief des Festungsverteidigers Alexander Machnatsch erfüllt, denn er in die Heimat am 13. April 1945 aus dem ehemaligen Lager Vesuve schickte. Ich grüße dich, meine Heimat. Ich grüße euch, meine geliebten Eltern, Papa, Mama, Bruder Herz Kolka, Wittig und Schwester Herz Litka. Ich schicke meine Grüße auch an alle Bekannten und Verwandten sowie an unsere Nachbarn. Ich küsse euch alle herzlichst. Ich kam zum zweiten Mal auf die Welt. Ich bin aus den Lagern des faschistischen Biestes befreit worden. Am 9. April 1945 durch unsere alliierten kanadischen Truppen. 4 Jahre minus 2,5 Monate verbrachte ich im faschistischen Verlies und hinter dem Drahtzaun. Wie schwer waren alle diese Tage, an denen ich nicht mehr zurückkommen glaubte. Wie schwer war dieser langsame Hungertod. In der Seele jedes Kriegsveteranen hinterließ der Krieg tiefe Spuren und offene Wunden. In einem Interview drückte der Festungsverteidiger Wladimir Vossow den ganzen Schmerz und die Tragödie des Krieges für alle seine Teilnehmer nur in einigen Worten aus. Was ist die schlimmste Erinnerung deines Lebens? Krieg. Was ist die eindrucksvollste Erinnerung? Krieg. Nach der Rückkehr in die Heimat nach der ersten Filtration warteten auf die ehemaligen Kriegsgefangenen neue Prüfungen.